Einen wunderschönen guten Abend. Damit herzlich willkommen zu Ron. Bei uns geht es heute um Fremdgehen, ne? Ja, das ist tatsächlich eine Komponente in der Sendung. Schönen guten Abend zusammen. Zuerst schauen wir aber in Mannheim zur Pop-Akademie. Da beginnt nämlich für jede Menge Studierende jetzt der Ernst des Lebens, will ich fast schon sagen. Es stehen die Abschlussprüfungen an und wir waren dabei, haben uns das Ganze angeschaut und haben auch das kritische Auge von Udo Dahm mit in der Sendung. Dann blicken wir in Richtung Kirche. Wir fragen uns, Kirchensteuer zahlen, ja oder nein? Was ist Ihre Meinung? Waren wir auch in Mannheim unterwegs. Ganz viel Spaß dabei und wir schauen noch zum Rhein-Neckar-Kreis. Da war nämlich große Integrationskonferenz. Was da passiert ist, was beschlossen wurde, das erfahren Sie auch gleich. Ganz viel Spaß bei Ron. Allein Popmusik zu studieren ist mit Sicherheit noch kein Erfolgsgarant dafür, dass man später mal als Musiker so richtig durchstartet. Dass es aber durchaus ein erster Karriereschritt sein kann, zeigen Stars wie Joris oder Alice Merton, die ihren Weg hier an der Popakademie in Mannheim begonnen haben. Und auf diesem langen Weg zum Superstar befanden sich auch heute zahlreiche junge Künstler. 40 Bands absolvierten ihre Live-Prüfung öffentlich und unter freiem Himmel. Anna Schwarzer berichtet. Für Clara John ist heute ein besonderer Tag. Wochenlang hat sie sich auf diesen Auftritt vorbereitet. Gemeinsam mit ihren Bandmitgliedern stellt sie heute vor Fachjury und Publikum live ihr Master-Abschlussprojekt vor. Die Vorbereitungen laufen kurz vor dem Auftritt auf Hochtouren. Clara macht inmitten des Geschehens einen ruhigen Eindruck. Ich glaube, ich wirke immer entspannter, als ich bin. Aber wird bestimmt auch noch ein bisschen mehr. Ich bin auf jeden Fall schon gut. Also, ich schwitze schon. Also, so eine Aufgeregtheit ist schon da. 40 Minuten hat Clara Zeit, um die Jury von sich zu überzeugen. Die 30-Jährige hat gute Chancen, in die Fußstapfen von hochkarätigen Absolventen wie Joris oder Alice Merton zu treten. Aber Clara hat ihren ganz eigenen Stil. Mit einem Mix aus Ambient-Synth-Pop-Klängen performt sie vor ihrem selbstdesignten Bühnenkonzept. Das Ganze geschieht unter dem professionellen Auge von Geschäftsführer Udo Dahmen, der seit 20 Jahren die Musiker von morgen an der Akademie unterrichtet und begleitet. Das Publikum hat sie schon mal auf ihrer Seite. Ich bin öfters hier auch schon gewesen bei Konzerten und es begeistert mich immer. Die Visuals, die Stimme, ihre Fähigkeit an der Loopstation. Die Party, das ist einfach richtig, richtig toll gewesen. Das, was sie jetzt bei der Prüfung abgeliefert haben, ist einfach unglaublich. Also ich war super überwältigt, ich war super emotional. Nach der Prüfung fällt der Druck ab. Clara ist erleichtert, dass die letzten Wochen voll Stress und Anspannung hinter ihr liegen. Deswegen habe ich mich eigentlich ganz, ganz gut gefühlt, auch wenn es natürlich auch mit Aufregung verbunden war, weil es das Abschlusskonzert war jetzt und jetzt ist es durch. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen traurig, weil ich jetzt denke, war es jetzt das letzte Mal, dass ich hier gespielt habe? Naja. Für Clara geht es natürlich weiter mit der Musik. In Zukunft gerne auch wieder mit ihren Bandmitgliedern. Und mit den Jungs auf der Bühne habe ich sowieso ein sehr vertrautes Verhältnis, dass ich so weiß, okay, wenn da was schief geht, dann ist das nicht schlimm, wir fangen das alle gemeinsam auf. Das ist mir immer sehr viel wert. Die Ergebnisse für ihre Prüfung gibt es zwar erst in einigen Tagen, aber den Applaus des Publikums, den hat sie jetzt schon sicher. Und über die anstehenden Prüfungen hat Anna Schwarzer mit dem Geschäftsführer Udo Dahmen gesprochen. Herr Dahmen, wir konnten ja hier vor Ort jetzt einen Einblick in die Prüfungssituation bekommen und Ihre Hochschule hat ja wirklich hochkarätige Abgänger. Kann man in so einer Prüfungssituation direkt sagen, boah, das ist ein Künstler, eine Künstlerin vom Kaliber Joris oder Alice Merton? Manchmal ja, manchmal nicht. In diesem Falle mit der Clara John war es auf alle Fälle so. Ich glaube, da waren bestimmt ein oder zwei Hits dabei. Und nicht nur sie, sondern auch die Band und der gesamte Zusammenhang. Man hat es ja auch am Publikum gemerkt. Wir haben ja immer Publikum dabei in diesen Prüfungen. Die waren alle hellauf begeistert. Also es waren ja echte Beifallsstürme, die wir da gehört haben. Definitiv. Die Stimmung war durchgehend wirklich echt super hier. In so einer speziellen Prüfungssituation, live vor Jury und Publikum, was müssen die Prüflinge da leisten? Und vor allen Dingen, nach welchen Kriterien werden sie beurteilt?
Ja, die Prüflinge haben sich natürlich vorbereitet in wochenlangen Proberaumsituationen. Das Wichtigste sind natürlich die Songs, die Kompositionen, aber ganz genauso die Arrangements, also auch die, welche Sounds werden benutzt und so weiter. Und natürlich die Performance aller Musikerinnen und Musiker. Gilt aber natürlich besonders für in dem Falle Clara John oder wer auch immer sonst auf der Bühne stehen mag. All das spielt zusammen und Performance auch in der Interaktion in der Band spielt eine große Rolle und das zusammen macht es natürlich aus. Wann können die Prüflinge denn mit einem Ergebnis rechnen? Also wann wissen Sie, wie Sie abgeschnitten haben? Ja, das dauert leider ein paar Tage, aber wir werden heute Abend, und so ist das jeden Tag, gibt es dann schon mal eine Lagebesprechung und dann gibt es schon erste Ergebnisse, aber natürlich werden sie erst innerhalb der nächsten 2 bis 4 Wochen veröffentlicht werden. So oder so drücken wir da definitiv die Daumen. Für Sie geht es nämlich jetzt nach 20 Jahren, Sie sind ja der Mitbegründer der Akademie, nach 20 Jahren hören Sie hier auf. Wie geht es für Sie persönlich weiter und auch für die Hochschule? Wie wird es weiterlaufen? Ja, also für mich persönlich am 31.8. ist mein letzter Tag. Ich werde dann als Berater für das Land tätig sein. Es gibt ein großes Projekt, das heißt Popland, Dialog Popkultur. Und in diesem Dialog Popkultur werden wir neu strukturieren, was an Popförderung im Lande ist und uns vor allen Dingen Gedanken darüber machen, wie die Zukunft aussehen soll. Und ich darf dabei mithelfen. Für das Haus selber, es gibt einen Nachfolger für mich, Derek von Krog, der wird am 1.9. übernehmen und ich mache jetzt schon Übergabe an ihn und darauf freue ich mich auch zu beobachten, wie wir dann weiterhin erfolgreich sein werden. Welche Vision oder welche Zukunftswünsche haben Sie denn für die Akademie? Ja, es gibt 2 große Themen, die für die Zukunft eine große Rolle spielen werden. Das eine Thema ist KI, also künstliche Intelligenz. Mit den Programmen, die da anliegen und die noch entwickelt werden, wird man verstärkt arbeiten müssen, auch in der Akademie, speziell im Musikbereich. Und darüber hinaus, Internationalisierung ist nach wie vor ein großes Thema, war in der Vergangenheit auch ein großes Thema, wird es auch für die Zukunft sein. Dann sind wir auf jeden Fall gespannt, was in den nächsten Jahren noch so auf uns zukommt. Vielen Dank für das Gespräch. Der Druck auf die Kirchen in Deutschland steigt. Schon jetzt treten jedes Jahr Hunderttausende Gläubige aus. Ein Grund für viele, die Kirchensteuer. Zusammen nehmen die katholische und die evangelische Kirche 13 Milliarden Euro ein. Nach einer aktuellen Umfrage finden nämlich 75% der Deutschen diese Abgabe allerdings nicht mehr zeitgemäß. Noch hat die letzte Glocke nicht geschlagen. Gottesdienst in Mannheim. Die Besucherzahl überschaubar. Jeder von ihnen zahlt Kirchensteuer, aber ist die wirklich noch nötig? Die ist aktuell gar nicht, also die ist total überholt. Grenzwertig, zeitgemäß vielleicht nicht mehr, vielleicht sollte man sich über andere Modalitäten Gedanken machen. Pro Jahr nehmen die katholische und evangelische Kirche 13 Milliarden Euro Steuergelder ein. Damit werden auch soziale Einrichtungen wie Kindergärten und Krankenhäuser finanziert. Was mit dem Geld aber im Einzelnen passiert, ist nur schwer zu durchschauen. Und die Kirchen machen leider auch noch immer ein großes Geheimnis darum. Deswegen braucht es also viel mehr Offenheit, viel mehr Transparenz und natürlich auch Mitbestimmung, dass die Menschen, die in der Kirche Mitglied sind, auch mitbestimmen können, wofür das Geld ausgegeben wird. Laut Umfrage gaben 49% der Kirchenmitglieder an, die Institution womöglich wegen der Missbrauchsskandale zu verlassen. 43% gaben die Steuern als Grund an. Ein wachsendes Problem für die Kirchen. Allein im letzten Jahr verließen so viele Menschen wie noch nie zuvor die Kirche. Insgesamt traten fast 900.000 Menschen aus den beiden Kirchen aus. Ich glaube, dass im Hinblick auf die relevanten Austrittszahlen die Kirchen sehr genau überprüfen müssen, was da in den letzten Jahren falsch gelaufen ist. Es wird sich wohl vieles verändern. Ob aber die Kirchensteuer ein Auslaufmodell ist, dazu ist das letzte Jahr und Amen noch lange nicht gesprochen. Integration ist eine Mammutaufgabe. Das zeigt sich allein daran, wie kontrovers und vielschichtig das Thema in der Politik diskutiert wird. Ob Integration dann über den Deutschkurs stattfindet oder interkulturelle Feste, ist ja im ersten Moment mal zweitrangig. Wichtig ist nämlich, dass Integration überhaupt stattfindet. Themen, über die sich auch die Verantwortlichen der Integrationskonferenz des Rhein-Neckar-Kreises Gedanken gemacht haben. Heute fand die Konferenz zum 3. Mal in Lobbach statt. Neben dem Thema Integration ging es auch um Rassismus und wie dagegen vorgegangen werden kann. Meine Kollegin Lydia Gleich hat mit dem Integrationsbeauftragten oder mit der Integrationsbeauftragten Anne Wenck über ihre Arbeit gesprochen. Frau Wenck, wie steht es denn um die Integrationsarbeit im Rhein-Neckar-Kreis?
Ja, das Thema, wie steht es um die Integrationsarbeit, ist eine sehr vielschichtige Frage. Ich sage immer, der Integrationsbegriff an sich, das ist keine Checkliste, die wir abarbeiten. Das heißt, wir können nicht sagen, eine Person muss einen Sprachkurs besuchen, sie muss dann eine Arbeit gefunden haben und Steuern zahlen und dann ist sie irgendwie integriert, sondern wir sprechen immer von einer Integration in unterschiedliche Lebensbereiche und je nach Person kann auch ein anderer Lebensbereich gerade relevant sein. Wenn wir zum Beispiel eine geflüchtete Person nehmen, kann es sein, dass diese Person sich vielleicht erst mit Traumatisierungen auseinandersetzen muss und da eben das Thema in den Vordergrund stellt und dann eben vielleicht erst im Nachgang sich um das Thema Qualifizierung, Berufseinstieg, Sprachkurse etc. kümmern kann. Ein Beispiel sind auch immer Sprachkurse für Frauen- und Kinderbetreuung. Da haben wir festgestellt, viele können eben an diesem regulären Angebot nicht teilnehmen, weil das einfach auch zu den Betreuungszeiten in der Kita nicht passt. Und das ist eben etwas, wo wir ansetzen. Und da haben wir in den letzten Jahren schon unglaublich viel vorangebracht und gemeinsam mit Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen und ganz verschiedenen Organisationen versucht, voneinander zu lernen und eben auch Fördernetzwerke und aufzubauen und Strukturen zu schaffen. In welchen Bereichen muss denn konkret noch etwas getan werden? Ich denke, hier auf der Konferenz wurde jetzt deutlich, Rassismus ist immer noch ein allgegenwärtiges Problem. Wo muss angesetzt werden? Ja, das Thema Rassismus haben wir bei der Konferenz so hervorgehoben, weil es eben etwas ist, was alle Menschen, die jetzt hier leben, die gesamte Gesellschaft mit aller ihrer Vielfalt betrifft. Wir denken oft so an Neuzugewanderte sind Geflüchtete und da hat das Thema, spielt das irgendwie eine Rolle, aber was uns alle ja auch bewegt, ist der Fachkräftebedarf. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass internationale Fachkräfte nach Deutschland kommen, wenn wir uns nicht mit dem Thema Diskriminierungen und Rassismen auseinandersetzen. Das heißt, alle Menschen, die hier leben, müssten sich eben Gedanken dazu machen, wie stehen sie zu dem Thema, welchem Raum geben wir Diskriminierungen und wie können wir als Gesellschaft eben auch allen gegenüber so offen sein, dass sie gerne kommen. Die Integrationskonferenz findet ja jetzt zum dritten Mal statt. Wie wichtig sind solche Konferenzen denn? Ja, man sagt immer, das ist vielleicht auch mal angeklungen, Integration ist so eine Eintagsfliege. Das sehe ich aber gar nicht so, sondern wir haben erstmal einen Raum geschaffen, wo wir ganz viele Menschen zusammenbringen und auch einen direkten Kontakt ermöglichen. Und am Nachmittag haben wir bewusst Workshops gewählt, bei denen wir Themen auch antriggern. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Workshop zum Thema Quartiersarbeit und wie leben wir im Quartier zusammen. Und das hat man natürlich nicht in 45 Minuten abgearbeitet und dann passiert nichts mehr, sondern das ist sozusagen der Startpunkt. Und daran entscheidet sich dann, machen wir vielleicht weitere Treffen zu dem Thema, können wir irgendwie, wie können wir konkrete Projekte umsetzen oder auch Maßnahmen implementieren. Genauso haben wir einen Workshop zum Thema interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Und es sind ja unglaublich viele Menschen auch aus kommunalen Verwaltungen hier heute da. Und das ist ja auch dann wieder nur ein Startpunkt oder ein Zwischenschritt, diese Konferenz. Und es geht dann natürlich weiter. Also wir halten das Thema damit am Leben, schaffen da durch auch Sichtbarkeit für das Thema, auch für die vielen migrantischen Initiativen, die es schon gibt. Wir haben ja auch diverse Roll-ups, wo diese Vereine sich präsentieren. Und so schaffen wir Sichtbarkeit, schaffen Begegnungen und schaffen natürlich auch ein weiteres Bearbeiten von den Themen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Und alle weiteren Nachrichten aus der Metropolregion hat jetzt Johanna Schertl für Sie. Lückenschluss startet. In Ludwigshafen haben heute die Bauarbeiten an der Hochstraße Süd begonnen. Zu Beginn wird das Gelände von mehreren Baufirmen abgesichert. Anschließend soll der Lückenschluss an der Hochstraße realisiert werden. Bereits vor 3 Jahren wurde die marode Strecke abgerissen. Besonders für Pendler aus der Pfalz ist die Hochstraße von enormer Bedeutung. Bis Anfang 2026 sollen die geplanten Arbeiten fertiggestellt und der Verkehr wieder freigegeben werden. Weniger Affenpocken im Südwesten. In Baden-Württemberg ist die Viruskrankheit Affenpocken bei 170 Menschen nachgewiesen worden, so das Sozialministerium. Seit Januar diesen Jahres sind keine weiteren Fälle mehr gemeldet worden. Im Südwesten wurde die Krankheit erstmals im vergangenen Jahr nachgewiesen. In Baden-Württemberg sind bis Mai 6.227 Impfdosen verabreicht worden, teilte das Sozialministerium mit. Die Zahlen der Affenpockeninfektionen sind weltweit deutlich gesunken. Viel Verkehr. Am kommenden Wochenende drohen mit dem Beginn der Sommerferien in der Region sehr volle Autobahnen. Das teilte der ADAC heute mit. Bis auf Baden-Württemberg und Bayern befindet sich dann ganz Deutschland in den Sommerferien. Der ADAC erwartet für Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag die längsten Staus. Mit besonders viel Verkehr müssen Autofahrer auf Abschnitten der A3, A5, A61 und weiten Teilen der A7 rechnen.
So manch einer würde salopp sagen, ja, wer so einen Vertrag hat, der kann es ehrlich gesagt auch ganz bleiben lassen. Fußball-Superstar Neymar hat nämlich von seiner Freundin Bruna einen Fremdgehvertrag bekommen. Er darf also fremdgehen, aber nur, wenn er sich auch an die Sexregeln hält. Naja, zu diesen skurrilen Regeln hat sich auch Spielerfrau Dana Diekmeyer aus Sandhausen geäußert. Sex. Ja, aber nur mit Kondom. Küsse auf den Mund? Auf keinen Fall. An diese Regeln muss sich Fußballstar Neymar halten, wenn er seiner schwangeren Freundin Bruna fremdgehen will. Neymar hat Bruna einen flotten Dreier vorgeschlagen. Warum lassen Frauen wie Bruna sowas mit sich machen? Die deutsche Spielerfrau Dana Diekmeyer hat da eine wirklich krasse Theorie. Es gibt vielleicht einfach Frauen, die diese Vorteile einfach mitnehmen möchten. Würden Sie, wenn Sie ganz offiziell dürften? Diese Frage entfacht auf dem CHIO in Aachen eine hitzige Diskussion. Das ist total weird und totaler Wahnsinn. Also ich glaube, dann kann man es auch eigentlich direkt lassen. Ich kann Ihnen nicht jetzt böse sein, ich lächle da. Ich bin selber schlimmer gewesen als er, was das angeht. So, die deutschen Promis sind sich also uneinig über Neymars skurrilen Fremdgeh-Deal. Laut einem brasilianischen Online-Portal ist er sogar in Form eines schriftlichen Vertrages festgehalten. Der Fußball-Superstar kann offenbar nicht treu sein. Im Ernst? Ein Freifahrtschein für eine Affäre? Das hat mit wahrer Leidenschaft, Liebe, Zuneigung überhaupt nichts zu tun. Für die Beziehung der beiden ist der skurrile Vertrag wohl erst einmal kein Abturner, weil es für Neymars Seitensprünge angeblich diese zugegebenermaßen bizarren Sexregeln geben soll. Kussverbot auf dem Mund, Sex nur mit Kondom und die Affäre darf nicht öffentlich werden. Blöd nur, wenn genau das passiert. Zuletzt soll Neymar mit der Influencerin Fernanda Campos intim geworden sein. Vertragsbruch. Neymars öffentliche Entschuldigung bei Bruna aber dürfte alle Spekulationen um den Fremdgehvertrag bestätigen. Ich brauche dich in unserem Leben. Ich habe gesehen, wie sehr du dem ausgesetzt warst, wie sehr du unter all dem gelitten hast und wie sehr du an meiner Seite sein willst. Und ich möchte an deiner Seite sein. 2021 kommt der Kicker mit Bruna zusammen und seitdem gleicht die Beziehung einer Achterbahnfahrt. Angeblich bereue Neymar seinen Fehltritt, weil er dafür jetzt blechen muss? Journalist Erlan Bastos, der Mann, der die Enthüllungen um den Fremdgehvertrag veröffentlicht hat, verrät uns jetzt, wie teuer Neymar sein Sidekick kommt. Wenn er diesen Vertrag bricht, bekommt seine Freundin Bruna 5 Millionen Real. Ich habe die Informationen über den Fremdgehvertrag von einer Person, die dem Fußballer sehr nahe steht. Sehr, sehr nah. 1 Million Euro fürs Fremdschmusen. Ein Klacks für den auf 200 Millionen Euro schwer geschätzten Fußballer. Aber mit einer pfiffigen Idee wollte der doch anscheinend seine Strafe umgehen. Neymar hatte Bruna einen Dreier vorgeschlagen. Nur wollte er nicht, dass ein anderer Mann daran teilnimmt. Er wollte nur, dass es zwei Frauen sind. Das wollte sie aber nicht. Am Ende haben sie sich also auf den Vertrag geeinigt. Für Dana Diekmeyer ist so etwas völliger Unsinn. Sie ist vierfach Mutter, selbst mit einem Profifußballer verheiratet und hat als Spielerfrau von Dennis Diekmeyer auch einen Vertrag. Aber eben einen Ehevertrag, der die Finanzen regelt und nicht das Sexleben der beiden. Aber Dana hat als Spielerfrau in ihrem Umfeld auch erlebt, dass Fremdgehen in dieser Branche tatsächlich oft zur Tagesordnung gehört. Ich glaube, dass vielen Fußballern vielleicht diese Stabilität einfach fehlt, so dieses Familienleben. Selbst wenn die zu Hause eine sitzen haben, fühlen die sich dann vielleicht alleine, wenn die unterwegs sind und müssen das irgendwie auffangen damit. Aber warum lassen Frauen wie Bruna sowas mit sich machen? Es gibt vielleicht einfach Frauen, die diese Vorteile einfach mitnehmen möchten und sagen, es ist mir egal, was der noch macht, Hauptsache ich wohne im schönen Haus, Hauptsache ich fahre ein tolles Auto, Hauptsache ich habe eine schöne Tasche und wenn er das noch mit drei anderen macht, ist mir egal. Ob all der Luxus die schwangere Bruna bei all dem Beziehungsschmerz am Ende glücklich macht? Fraglich. Fußballprofi Neymar scheint es aber egal zu sein. Und gar nicht egal ist uns nämlich, dass die deutschen Hockey-Jungs und Mädels der U18 Europameister geworden sind. Mit dabei waren auch die Mannheimer Spielerinnen Caroline Seidel, Charlie Hendricks sowie Jan Wenscher. Und über den nationalen Titelgewinn freuen darf sich auch die RG Heidelberg. Das Team sicherte sich am Wochenende den deutschen Meistertitel im 7er Rugby. Die RG setzte sich im Finale gegen den Vorjahressieger und Heidelberger Stadtrivalen SC Neuenheim durch und holte den insgesamt 14. Meistertitel.
Und noch eine Meldung aus dem Sport. Die MLP Academics Heidelberg binden einen weiteren Leistungsträger. Tim Coleman hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2024 beim Basketball-Bundesligisten verlängert. Der US-Amerikaner ist damit der 7. Spieler, der auch kommende Saison für die Heidelberger aufs Parkett geht. Coleman, der sich im April einen Handgelenksbruch zugezogen hat, soll Anfang August mit dem Team in die Saisonvorbereitung starten. Ja. Und nach den ganzen Meldungen schnaufen wir erstmal durch und sehen uns dann nach der Werbung wieder. Herzlich willkommen zurück bei Ron. Der Weg zum Hautarzt ist oftmals mühselig. Zumindest ist es bei mir so. Es dauert immer Ewigkeiten, bis ich mal einen Termin bekomme. Und wenn ich ihn dann habe, dann muss ich auch noch total lange warten, bis ich endlich an der Reihe bin. Gar nicht zum Hautarzt zu gehen, sollte allerdings auch keine Alternative sein, denn um Hautkrebs zu bekämpfen, ist eine frühzeitige Diagnose oftmals entscheidend. Praktisch wäre es ja dann eigentlich, wenn man den Hautkrebs einfach abscannen könnte und das mit einer App. Zumindest versprechen das jetzt einige Anbieter. Was taugen die Angebote aber eigentlich? Wir haben den Test gemacht. Der Strand von Mallorca, hier brutzeln die Sonnenhungrigen in der Hitze. Eine App, die sagt, wann es reicht, wäre doch gut, oder? Also wenn ich das jetzt höre, denke ich, soll ich gleich ins Krankenhaus oder soll ich jetzt am Strand bleiben? Unsere Reporterin Julia und Ärztin Dr. Mira Manet-Neumann werden ein paar Gadgets testen, die helfen sollen, die Haut vor Sonnenschäden zu schützen. Los geht's mit einer kostenlosen App, die viele sowieso auf dem Smartphone haben, Google Lens. Einfach ein Foto von der Haut machen, mit anderen Google-Ergebnissen vergleichen und dann soll die App einem sagen, ob man eine Hautkrankheit hat oder nicht. Seit dem neuesten Update bietet die App diese Diagnosefunktion. Nur Julias harmlose Muttermale hält Dr. Google für alles Mögliche. Komische rote Punkte an den Beinen. Also Google Lens hat ganz eindeutig den Arm als Bein erkannt. Ausschlag in der Schwangerschaft. Mückenstich. Das war wohl nichts. Immerhin räumt Google ein, dass die App den Arztbesuch nicht ersetzt. Profis wie Dr. Neumann begutachten Muttermale nach der ABCDE-Regel. A steht für Asymmetrie, das heißt ein unauffälliger Leberfleck ist rund. B besteht für Begrenzung, rundeckig. C ist die Kolorierung. Also ein normaler Leberfleck hat nur eine Farbe. Wenn ich mehrere Farbtöne dort habe oder ungewöhnliche Farbtöne, kann das auch eine Gefahr zeigen. D ist der Durchmesser. Und zwar nicht der absolute Durchmesser, sondern wenn der Durchmesser sich verändert. Und E steht dann für die Entwicklung. Fängt es an zu schuppen, fängt es an zu jucken, fängt es an zu bluten. Sonnenschutz hilft am besten gegen hautschädigende UV-Strahlen. Unsere zweite App verspricht, Fehler beim Eincremen aufzudecken. An Julias Arm klappt es. Das sieht man deutlich. Die eingecremte Stelle erscheint auf dem Foto dunkel, die nicht eingecremte Stelle hell. Nachteil, diese App läuft nur auf einem bestimmten Huawei-Handy mit spezieller Kamera. Insofern... Das ist ein fetter Minuspunkt, finde ich. Und ich glaube, es würde andere Gründe geben, warum ich mir ein neues Handy kaufe, als diese App. Günstiger ist, wenn jemand beim Eincremen hilft, gewissenhaft und mit hohem Lichtschutzfaktor. Unser nächstes Sonnenschutz-Gadget ist wieder kostenlos und in jeder guten Wetter-App enthalten, der UV-Index. Ab einem UV-Index 3 bis 5 sollte man sich auf jeden Fall schützen mit Sonnencreme, mit T-Shirts. Und ab 5, 6 bitte die Mittagshitze meiden, immer einen Sonnenhut auf oder auch was Langärmiges drüber ziehen. Es gäbe hierfür auch dieses Extra-Gadget, das die UV-Intensität mit einem Sensor misst und den passenden Lichtschutzfaktor empfiehlt. Allerdings... 75 Euro kostet das. Krass. Würde ich nicht dafür ausgeben. Unser Fazit? Wer sich und seine Haut vor zu viel schädlicher Sonne schützen möchte, kann digitale Gadgets nutzen. Aber der gesunde Menschenverstand und eine gute Sonnencreme tun es sicher auch. Und ob wir die Sonnencreme auch in den nächsten Tagen noch brauchen, jetzt die Wetteraussichten. Einsteigen und wohlfühlen. Der SsangYong Rexton. Die Autowelt Ebert präsentiert Ihnen das Wetter. Bei schlaffreundlichen Tiefstwerten lässt sich in der Nacht auf Dienstag die Wohnung gut durchlüften. Tagsüber erwartet uns tolles Sommerwetter. Der Vormittag startet mit strahlend blauem Himmel und mit jeder Menge Sonnenschein. Später ziehen ein paar Wolken auf, es bleibt aber trocken. Zudem wird es sommerlich warm. Die Höchstwerte liegen im Odenwald bei 28 Grad. Entlang des Rheins klettern die Temperaturen auf bis zu 30 Grad.
Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab, Regen ist keiner dabei und wir können uns weiterhin auf Temperaturen mit bis zu 30 Grad einstellen. Auch der Donnerstag verspricht oft sonniges Wetter, am Freitag geht es ähnlich weiter bei Höchstwerten bis 27 Grad. Ein Ebert, ein Wort. Markenvielfalt für die Region. Die Autowelt Ebert präsentierte Ihnen das Wetter. Und ganz kurz haben wir hinten noch, es reicht zumindest noch für eine Sportmeldung. Es reicht noch für eine Sportmeldung. Die TSG Hoffenheim ist ja gerade im Trainingslager in Kitzbühel und haben gerade ein Testspiel gegen Racing Straßburg. 1:1 steht es da nach etwas mehr als 60 Minuten. Ja, kann man ja mal verfolgen. Meinst du, die gewinnen noch? Sollten sie. Und Sie sollten auch morgen wieder einschalten. Ciao. Tschüss.